geben Sie die Differentialgleichung y' gleich 1 minus k mal y. Lösen Sie die Differentialgleichung mit dem Ansatz y gleich f minus ce mit minus lambda x. Was ist hier zu tun? Ja, bitte? Ableiten und dann die Ableitung einsetzen zu können. Also wir leiten erstmal das da ab. Das ergibt c mal lambda mal e hoch minus lambda x. Also minus c mal minus lambda mal e hoch minus lambda x. Das kann man zusammenfassen als c mal lambda mal e hoch minus lambda x. Das Ganze wird dann gleichgesetzt. Eingesetzt. C mal lambda mal e hoch minus lambda x ist 1 minus k mal Klammer s minus ce hoch minus lambda x. Stopp. Wenn ich mir das so anschaue, also es ist alles von der Notation her richtig, aber ich hätte gerne hier was anderes, ja? Ich glaube, k ist gleich lambda, deswegen 1 minus. Ja, wir reden da gleich drüber. Ich hätte gerne hier an der Stelle ein anderes Zeichen, auch wenn das so richtig ist. Im Abi ist das andere Zeichen erlaubt, also ich wüsste nicht, dass es verboten ist. Ich habe schon für vieles Abzug gekriegt, dafür noch nicht. Das kommt dann irgendwann mal. Welches Zeichen hätte ich hier gerne? Ja, bitte? Identisch. Jo, also das heißt, hier müssen Sie sich dessen bewusst sein, dass hier ein identisch steht. Nicht, wenn hier ein identisch steht, machen Sie was nicht? Nach x auflösen. Sonst lösen Sie nach x auf, wenn da kein identisch steht. Aber da lösen wir nicht nach x auf, sondern das machen wir stattdessen. Von Niveau her, da gibt es einen Begriff dafür, was Sie hier machen. Sie wissen es nicht. Wir machen einen, fängt mit k an, sowas wie einen Koeffizientenvergleich. Und Koeffizientenvergleich muss laufen im Abi. Sowas ähnliches, also Koeffizientenvergleich macht man normalerweise vor allem bei Polynomen, das ist gar kein Polynom. Aber trotzdem, was machen wir als erstes in der Situation? Denken Sie immer dran, was passiert, wenn Sie einer Klammer im Wald begegnen. Genau das. Also das heißt, wir haben c mal lambda e hoch minus lambda x ist 1 minus ks plus kce mal hoch minus lambda x. Das ist immer noch ein identisch. Das ist immer noch identisch. Sie müssen sich nur dessen bewusst sein. Also ich würde am liebsten immer identisch schreiben, aber dann müssen Sie den ganzen Tag nur noch identisch schreiben. So, jetzt kommt der Koeffizientenvergleich. Wie sieht der Koeffizientenvergleich aus? Vielleicht müssen wir dazu ein bisschen was machen oder aber auch nicht. Wie sieht das aus, der Koeffizientenvergleich? Was ist was? Also ich schreibe das vielleicht mal ein bisschen anders hin, sodass Sie das sehen. Genau dann, wenn. Also ich mache ks auf die andere Seite. Ks plus c mal e hoch minus lambda x. Ich habe den nach da gemacht. Ist dasselbe wie 1 plus kc. Habe ich das? Da habe ich ein Lambda vergessen. Wieso habe ich das vergessen? Ich verstehe es nicht. Also, mal nochmal. Ich habe den hier rüber geholt. Das plus dem gleich das plus dem. So, und welche Koeffizienten müssen Sie jetzt vergleichen? Da sieht man es. Ja, bitte. So, also erstmal das hier. Das und das. Das sind die Konstanten. Und das und das. Das sind die Dinge, die Sie vergleichen müssen. Das ist dieses, was aus diesem identisch folgt. Also steht jetzt dran, Ks ist 1 und was ist das zweite? Ja, bitte. C mal lambda e hoch minus lambda x ist gleich k mal c mal e hoch minus lambda x. Jawohl. Und völlig richtig, wie Sie es gesagt haben. Das heißt, jetzt können Sie hier sagen, okay, für c ungleich 0. Was für c gleich 0 passiert, da haben Sie eine konstante Funktion. Müssen Sie gucken, ob das löst. Wird wahrscheinlich funktionieren. Also für c ungleich 0 und das e ist egal, bedeutet, dass Sie das gleich dem haben. Also was ist jetzt? Also k gleich lambda. Das ist das Erste, was Sie sehen. So. Also, das heißt, Sie können überall, wo hier oben Lambda jetzt steht, k schreiben. So, und dann haben wir noch die zweite Gleichung. Ja, bitte? Wenn k gleich Lambda ist, ist Lambda s 1. Oder? Oder
Ja, also K, das K ist, also löst man das einfach mal nach S auf. Das S ist 1 durch K. So, und das heißt, wir wissen jetzt, das ist eine Differentialgleichung, die ist gegeben. Wir gehen davon aus, dass das K bekannt ist, auch wenn wir es gar nicht kennen, warum auch immer. Ja. Das ist bekannt. Und dann können wir sagen, dass die Funktion y ist gleich, da schreiben Sie 1 durch k minus c, das c war, was war das c? Was war c? C war beliebig, das hatten wir haben vorhin dieses c als Parameter drin gehabt, ja, bei der Differentialgleichung, minus c mal e hoch minus, und für das Lambda schreiben Sie kx, also das heißt, das hier löst die Differentialgleichung, das löst die Differentialgleichung y' gleich 1 minus k mal y. Das löst diese Differentialgleichung. Und Sie können auch gleich noch die Schranke oder die Asymptote rechnen. Wie ist die Asymptote von diesem Ding? Ja, bitte? Also geht nach unendlich, also sprich e wird 0, also wir setzen für e gleich 0 ein. Sprich, wir kriegen dann hier als Asymptote 1 durch k. So ist es. Y gleich 1 durch k ist es. Haben wir vorhin auch gehabt, Sie erinnern sich. Wir hatten vorher bei der Aufgabe a, hatten wir nur zum Überlegen, k gleich 0,05. Und wir haben jetzt s gleich 1 durch k. Das k war 0,05. 1 durch 0,05. Und das ist 20. Das ist genau die 20, die wir vorhin als s rausgekriegt haben. Und wir haben als allgemeine Lösung der Differentialgleichung rausgekriegt, y ist gleich 20 minus c mal e hoch minus 0,05x. Und diese 0,05 ist genau diese Minus ist genau dieses k. Also Sie sehen, das ist eine Verallgemeinerung des Aufgabenteils A. Gibt es da noch Fragen dazu?